should calm down. And that I'm overthinking everything about you. And that we're good the way we are. But I don't know that much about you. What things you like. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal aus der Schweiz, denn ich bin hier für die Start Summit. Das ist eine Studentenveranstaltung, wo man super viel lernen kann. Also hier sind Speaker, die reden zum Beispiel über die Zukunft der Gesundheit, über den Weltraum, über Bitcoin und so weiter. Und man kann natürlich hier auch mit super vielen Studenten aus aller Welt irgendwie reden und auch einfach ganz gut netzwerken. Und ich dachte, ich nehme euch heute mal so ein bisschen mit und gebe euch noch so ein paar Girlboss-Tipps mit auf den Weg, warum ich so Sachen wie das hier in der Schweiz cool finde und wie man auch das meiste davon so mitnehmen kann. Und meinen ersten Tipp habt ihr schon ein bisschen am Anfang gesehen, denn ich finde es immer wichtig, wenn man sich schon mal morgens ein bisschen Zeit auf jeden Fall auch für sich nimmt, damit man sich auch in Ruhe mental auf alles so vorbereiten kann und damit man sich auch wohl in seiner Haut fühlt. Das Video hier ist auch übrigens in Kooperation mit Douglas, denn die haben ja die #DoItForYou-Kampagne. Da geht es auch wirklich darum, ja, dass man sich mal erstens bewusst Zeit für sich nimmt, auch mal irgendwie eine Maske aufträgt oder sowas und dass man sich auch ja, für sich zum Beispiel schön macht, weil man weiß, einem geht's dann damit irgendwie ein bisschen besser, man fühlt sich ein bisschen selbstbewusster und deswegen würde ich sagen, wir machen mich jetzt nochmal ein bisschen schön und da nehme ich euch natürlich mit. Ihr seht ja, dass meine Haut aktuell nicht so rein ist, deswegen benutze ich heute eine sehr stark deckende Foundation, weil ich mich dann einfach wohler fühle, wenn ich alles abgedeckt habe. Und die ist hier von Too Faced, das ist die Born This Way Foundation und die finde ich echt gut. Ich habe eine Zeit lang die von Yves Saint Laurent benutzt, die Touche Klar, aber die ist mir letzte Woche leer gegangen. Augen-Make-up halte ich heute sehr matt, würde ich sagen. Und dann nehme ich hier diese Farben von dieser Zoeva-Palette. Für die Wimpern nehme ich jetzt noch die Bad Gal Bang Mascara. Mit der komme ich eigentlich echt gut zurecht. Ich finde, die ist auch sehr leicht einfach. Ja, da mache ich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so viel. Und ich freue mich so sehr auf die Veranstaltung heute. Da kann man halt wirklich immer mega viel lernen und mitnehmen. Und da ist jetzt auch schon der nächste Tipp. Denn ich finde, man sollte mal so ein bisschen schauen bei sich im Umkreis, wo halt auch so Events sind oder Dinge, die so ein bisschen den eigenen Horizont ja, erweitern können. Wie gesagt, man muss jetzt nicht wie ich dafür in die Schweiz reisen. Man kann auch super viel bei sich in der Nähe machen. Ich wohne ja sonst in Köln und da gibt es so viele coole Events, wo man auch neue Leute finden kann oder zu bestimmten Interessen und Themengebieten ja, Menschen kennenlernen kann und sich darüber austauscht. Das finde ich halt einfach so eine tolle Option und ich weiß auch, ich komme ja aus so einem kleinen Kaff, da gibt es auch so richtig coole Startup-Events und ich finde ja dieses ganze Thema sowieso sehr spannend, weil ich ja selber auch noch das gegründet habe und so und da muss man einfach nur mal so ein bisschen rumgucken, aber es lohnt sich, weil man halt dann auch wirklich neue Leute kennenlernt, die gleiche Interessen haben wie man selbst. Und jetzt noch hier diesen Lippenstift von Douglas. Der ist übrigens so cremig. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das ist jetzt mein fast fertiger Look. Ich werde nur noch so ein bisschen Creme-Highlighter hier auftragen. Irgendwie finde ich den so ein bisschen, ja, natürlicher. Das ist jetzt hier von Becca, der, ich glaube, Moonstone heißt der. Und ja, den mag ich sehr gerne. Ich glaube, das ist auch so ein relativ bekannter. So. Aber ich finde, damit fühle ich mich wohl, damit komme ich gut zurecht. Es ist relativ natürlich, aber meine Augen werden ein bisschen betont und wirklich, ich finde diesen Lippenstift einfach richtig schön. Ja, und ich würde sagen, jetzt frühstücke ich noch, mache ein paar E-Mails und dann geht's los. Der nächste Hack, den ich euch mitgeben wollte, war es, minimalistisch und clever zu packen. Aber ich muss sagen, ich scheitere da auch jedes Mal. Aber ich habe mir jetzt eben so eine App runtergeladen. Also die habe ich so entdeckt. Und da kann man sein Reiseziel eingeben und ob man fliegt und so weiter. Und vielleicht werde ich die einfach mal das nächste Mal ausprobieren, damit ich so ein paar Sachen nicht vergesse. Da kann man auch noch so ein bisschen was dazufügen. Weil, das ist eigentlich schon wichtig, dass man immer das parat hat, was man auch wirklich braucht und eigentlich auch nicht mehr. Aber ich muss sagen, dass das klamottentechnisch immer besser klappt. Ich habe mittlerweile halt so ein paar Lieblingskleider, die halt auch für so businessmäßigere Veranstaltungen immer ganz gut sind, wo ich halt auch weiß, dass ich mich drin wohlfühle und die packe ich eigentlich immer ein, wie jetzt hier das von Marsch, das habt ihr ja schon öfters gesehen. Das liebe ich. Oder dieses Kleid hier, das ist auch von Marsch, aber ich habe auch so businessmäßige Kleider schon oft Secondhand gefunden, also man muss da halt nur mal schauen und das sind halt auch so Outfits, da weiß ich, immer wenn ich das anziehe, fühle ich mich wohl. I think that it's the best because it doesn't matter what I say, no matter how you feel. Habt ihr die mal angezogen? Die sind voll bequem. I really like them. They're super soft. Yeah, it's very good for running. The one that I love it. Yeah. Cool. So, ich bin jetzt hier schon ein bisschen und habe auch wieder Leute entdeckt, die ich schon immer hier, oder wann haben wir uns das erste Mal kennengelernt? Vor 2 Jahren. Ja, vor 2 Jahren. Ja, der Sebastian und der Tom und das ist irgendwie voll cool, dass man sich hier so wieder sieht. Und das wäre auch nämlich mein nächster Tipp, dass es ja auch wichtig ist zu netzwerken, gerade wenn man auf so Veranstaltungen ist und dass man sich auch mal traut, Leute anzusprechen. So, jetzt kommt ihr ins Spiel. Habt ihr einen Tipp, wie man gut netzwerken kann? Ja, ich glaube, was einfach super wichtig ist, dass man einfach die Leute anspricht und einfach Hallo sagt, weil keiner wird sagen, geh weg oder so. Ja. Also ich glaube, man muss einfach sich da so ein bisschen aus der Komfortzone rausgehen, einfach gerade auch so veranstalten. Das sind ja alle Leute da fürs Netzwerken eigentlich. Klar, auf der Straße ist ein bisschen was anderes, weil man vielleicht Dating oder so, ne? Aber bei dem Event. Ja, und ich manchmal habe das schon ein paar Mal gemacht, vor 2 Jahren das erste Mal mit dir, ne? Ich weiß gar nicht, wie wir uns kennengelernt haben. Hast du noch einen guten Tipp? Ja, also wie Sebastian eigentlich auch gesagt hat, grundsätzlich halt wirklich auch aktiv auf solche Events eben gehen, weil hier wirklich Leute sind, die eben aktiv netzwerken wollen und sich natürlich auch freuen, wenn man angesprochen wird, sage ich mal. Vielen Dank. Big challenge for healthcare systems. Then you think about the world population, 7.5 billion people on this planet right now. And we can't currently provide universal healthcare to all of them, or even in many countries, we can't do that. So big challenge there. discovering something brand new. I'm in love too. Also wir haben heute gelernt, dass es sehr viele Dinge braucht, um ein erfolgreicher Entrepreneur zu werden. Es gibt viele Geschäftsmodelle, die heutzutage sehr erfolgreich sind. Doch was vor allem der Fokus ist in dieser kleinen Konferenz, ist vor allem auch diese ICOs, die sowohl benutzt werden für einen Scam als auch für ernsthafte Projekte, die wir sehr weit auch unterstützen, jedoch auch natürlich auch ablehnen, je nachdem, in welche Richtung das geht. An dieser Stelle auch noch ein Tipp, wenn ihr was nicht versteht, dann traut euch ruhig zu fragen. Das zeigt ja nur, dass ihr an der Sache Interesse habt und dann könnt ihr irgendwann selbst zum Experten über die verschiedensten Themen werden. Und jetzt musst du sagen, was du gelernt hast. Gerne mit einem philosophischen Approach. Ich war erst bei einer Speech, genau vorhin bei der mit Sam Feld über Digital Music und über die Industrie überhaupt. Ich fand es super interessant, da war auch eine von dieser dabei und es ging halt darum, wie auch letztlich Plattformen wie Deezer oder Spotify und generell sozusagen mehr die Streaming-Plattform, auch die Piraterie und letztlich auch das Unschöne an dem Business verhindern können. So, ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg zum Hotel und dann mache ich später noch was mit den anderen Studenten und ich wollte euch auch nochmal ein Fazit geben, also es war wirklich richtig cool. Und man kann hier so viel lernen einfach und das ist auch so ein bisschen noch der letzte Hack, dass man versucht auch das so ein bisschen zu notieren oder festzuhalten, wie ich, wenn ich das filme. Oder halt auch sich so ein paar Zitate immer aufschreiben, die man cool findet, weil dann bleibt das Ganze auch hängen. Und ich glaube, man darf sich auch nie einschüchtern lassen, dass man was nicht kann, sondern man braucht einfach ganz oft nur die Leidenschaft und den Willen und dann kann man das auch alles schaffen und machen.